Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ja, ich versuche immer noch die richtige Reihenfolge rauszufinden. Das war unsere letzte, da hat sich aber irgendwie nicht viel getan. Also werden wir nochmal was anderes ausprobieren, damit sich hier das mysteriöse Skarabäus-Tor öffnet. Vielleicht ist der Kranich ja eher das mit den zwei Höckern hier, mit diesen da, so. Und das andere ist eher das mit der weißen Figur. Tut sich auch nichts. Schade. Tja, könnte man die beiden auch nochmal verändern? Nehmen wir das mal hier, das mit der Vase. Und das hier mit dem Grünen. Auch da tut sich nichts. Dann können wir das jetzt wieder zurück machen, wie es vorher gedacht war. Dann haben wir nochmal eine andere Kombination ausprobiert. Und hier dann wieder das mit den zwei Dingern. Schade, schade, schade. Was wollt ihr denn dann? Was ganz anderes? Okay. Was ganz anderes. Mein ein Tablett mit, ich weiß gar nicht, was das sein soll, da drauf. Hier wird jemand, wie so eine Figur wird serviert. Ein grüner Topf, eine blaue Vase, was ja immer so Wasser und so sein könnte. Stimmt, hier, Kranich Wasser, das würde doch auch vielleicht passen. So, wo habe ich den blauen? Dann mache ich da jetzt mal den grünen für Pflanze. Das wäre auch logisch. Grüner Topf, wie eine Pflanze, die da wächst. Obwohl das grüne, ja, weiß ich nicht. Und die Kreise, weiß ich nicht. Das hier vielleicht. Sind ja auch zwei Stück, passt mit den Kreisen. Dann müsste das mit der Feder dann der hier wieder sein. Ich habe keine Ahnung. Einfach mal alle Kombinationen durchgehen. So, auch nicht. Schade. Ja, was könnte es dann sein? Dann könnte man das noch ändern mit dem Topf. Oder soll das da keine so eine Art Pflanze sein, sondern ein Symbol? Für den, nee, das macht ja auch keinen Sinn. Schwierig. Diese Figur verstehe ich auch nicht. Bringen einem denn die Hieroglyphen da drunter irgendwie was? Nee. Es gibt echt so viele Möglichkeiten. Sagt sie da vielleicht noch was zu? Die Hieroglyphen in den Nebenräumen könnten wichtig sein. Ah, okay, Moment. Hieroglyphen in den Nebenräumen. Die nimmt sie nicht mit. Wir haben genug. Also gucken wir uns doch die Wandmalereien an. Okay. Hier werden so zwei Dinger. Das könnten das mit diesen zwei Töpfen sein. Dieses Bild vorne an der Röhre. An der Steinsäule meine ich. Aber zu was wird das zugeordnet? Zu welchem Symbol? Zu was soll es denn passen? Das verstehe ich jetzt nicht. Na, gehen wir mal in die anderen Räume. Vielleicht hilft mir das mehr. Das ist doch dasselbe. Hä?
Ah, hier, das soll mir helfen. Ah, Kranich, grüner Topf. Jawohl, dann kriegen wir das ja schnell hin. Sag das doch gleich. Und ich probiere hier selber rum. Kranich, grüner Topf. Geht klar, geht klar. Moment. Wo ist er? Da. Haha, und deswegen hat er das auch klack gemacht. Ich habe mir das doch nicht eingebildet. Ich dachte, ich hätte mir das eingebildet. Nee, das hat mir nicht geholfen, der Raum. Ich brauche da, wo so ein Bild in der Mitte ist irgendwie. Hier, Pflanze, zwei Töpfe. Dieses Ding passt also dazu. Ja, okay, da wäre ich so auch nicht drauf gekommen. Das hat also... Ja, ich hab mich mir das doch nicht eingebildet. Das stimmt sogar. Ach prima, das stimmt. Nur das kann nicht stimmen und das kann nicht stimmen. Da könnte man ja jetzt mal raten, dass wir hier das Blaue machen. Ja, dann haben wir es vielleicht auch schon gleich. Weil jetzt sind nur noch zwei falsch. Noch ein weiter. Jawohl, habe ich es mir doch gedacht. Cool. Geschafft. Wir gehen durch die mysteriöse Tür und haben das Ägypten der Tempel von Kamun-Level beendet. Wir haben alle drei Artefakte und ja, eins von eins Reliquien gefunden. Ich habe wie immer viele Vorräte verbraucht, aber dafür auch immer einige gefunden. Weiter ins... Oh, Outfits und Reliquien freigeschaltet. Das freut mich ja. Ja, ich möchte das speichern und finde das toll, dass wir jetzt im nächsten Level sind. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der Obelisk von Kamun. Werde ich jetzt gleich hier wieder gejagt oder nicht? Da vorne sind unsere Artefakte, die wir brauchen. Voll schön. Aha. Und das ganz widerstandslos hier. Kann ich mir kaum vorstellen. Das darf ich mir jetzt einfach holen? Sehr freundlich. Gefunden, Auge des Horus. Sehr schön, sehr schön. Besser geht's ja gar nicht. Nur wie komme ich jetzt hier weiter? Ins Wasser fallen lassen und dann? Das war das erste Stück. Hier gibt es eine Leiter. Mädel, würdest du vielleicht dich mal während des Fallens auch mal daran festhalten? Das wäre sehr freundlich. Mhm. Boah, was war das für ein Schatten? Ach so, hier ist so eine Wand, die da durchgeht. Möchte ich da jetzt schon durch oder nicht? Ich glaube, ich schaue mich mal erstmal hier oben rum. Und dann gehe ich nochmal ins Wasser und gucke, was da noch ist. Und dann mache ich das mit dieser komischen Mauer. Tada! Das wollte ich nicht übersehen haben. So. Okay. Hier scheint so erstmal nichts zu sein. Hm. Hier geht ein Tor noch auf, wenn wir das dann geschafft haben. Na gut. Dann geht's los. Hallo? Oh Gott. Ich hab immer Schiss hier, ey. Ganz ehrlich.
Okay, und jetzt? Jetzt hängt sie hier. Wir klettern mal wieder, ich sehe schon. Aber geht's da auch nach links irgendwie? Kann man hier rüber? Weil das ist hier so eine schöne breite Plattform eigentlich über der Tür. Aber nein, ich lasse es mal. Klettern wir mal nach oben. Ach, nö. Nia, kannst du mal nach oben gehen? Hallo? 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 Tot. Ah, wenn sie einfach nicht das tut, was man will. Und da unten liegt jetzt noch die Muni wieder. Na toll. Na toll. Und hops und hops und hops. Und dann haben wir es auch gleich geschafft, denke ich mir mal. So, jetzt geh mal hoch. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt hänge ich hier oben. Wie komme ich da denn rüber? Ist hier irgendwas zum Festhalten? Die schafft den Sprung doch da gar nicht drüber, oder? Schafft sie das? Okay, sie schafft sogar. Ich denke immer, es ist zu breit in letzter Zeit. Da ist ein Hebel. Da will ich auch noch anscheinend rüber. Okay, dann betätigen wir den aber mal erstmal. Oh, oh, das geht bestimmt auf Zeit. Ich will nicht. Okay. Och, Manu. Gab's einen Kontrollpunkt da oben? Muss ich alles noch... Manu, ich muss alles noch mal machen. Oh, das ist voll ätzend. Mach schon. Und was wäre, wenn so eine Stange auf einmal abbricht? Woher weiß sie denn überhaupt immer, dass sie so standhalten? Echt, das ist doch... Man weiß es doch gar nicht. Ey, warum ging das denn jetzt wieder nicht? Ich verstehe das nicht. Erst denke ich, es ist zu breit und sie schafft es nicht, dann schafft sie es doch. Jetzt gehe ich davon aus, dass sie es schafft und springe da ganz normal rüber. So wie immer. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Und ich will da oben Kontrollpunkt. Schluck auf während eines Let's Plays. Das ist auch toll. So, nu... Plötzlich geht's wieder. Ich meine, man kann es ja auch, selbst wenn die Stange sich wieder reinziehen sollte, dann kann ich es ja auch nochmal probieren. Aber erstmal will ich hier nur rüberkommen. Und das hat jetzt auch geklappt. Ja, kannst du mal schwingen jetzt, bevor das Ding sich reinzieht? Sag mal, echt. Oh,
Mädel, zieht die sich denn wieder ein oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir sind weiter. Es ist immer gut, wenn wir weiter sind. Das zieht sich ein. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Was jetzt? Huch, okay. Du stehst da auch sehr schön. Hier haben wir auch wieder Hieroglyphen. Da könnte ich direkt mittig eigentlich rüberspringen. Denn da ist ein Haken, aber das schafft sie das? Ich habe keine Ahnung. Ich finde den Plan, glaube ich, doch besser. Oder bin ich hierher gekommen? Ich bin... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, hier waren wir noch nicht. Nein, 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 nein. Aber ich hatte einen Kontrollpunkt. Oh Gott, ich hatte einen Kontrollpunkt. Bin manchmal so unkonzentriert. Ich mache das dann immer einfach. Gott sei Dank können wir ab hier nochmal. Ich hätte keine Lust, das alles nochmal zu machen. So. Ich weiß nicht, ob ich auf der richtigen Spur bin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da geht es eigentlich noch höher. Ich würde gerne nach oben. Wollen wir nach oben? Eigentlich will ich mal nach ganz oben, aber ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Nee, dreh dich mal um. Kannst du da nicht so nach ganz oben noch? Na, das geht anscheinend nicht. Jedenfalls nicht von hier. Vielleicht müssen wir das, genau das schaffen, nach ganz oben, aber von der anderen Seite, halt von hier. Na gut, machen wir einfach mal. Einfach mal machen. So, jetzt nach oben. Wird nicht so schwer. Lässt du auch mal los? Hallo? Prima. Ich dachte, der Schwung reicht nicht, aber er hat gereicht. So, jetzt sind wir nämlich oben. Geht doch. Aber am besten nicht nach so, ne? Ja, genau. Prima. Hier kannst du dahin und rauf. Und darüber und darauf. Jetzt sind die Stangen weg. Das ist natürlich scheiße. Aber die ist noch da. Ich könnte mir vorstellen, dass da hinten ein Secret liegt. Weil das ganz oben ist. Ich sehe aber gar kein Secret. Wozu? Wenn da eine Stange hinten rauskommt, hätte da eins gelegen? Oh, das hätte ich ja schon auch gerne gehabt, ne? Ah, jetzt Pech. Nochmal mache ich das jetzt nicht. Ausnahmsweise keine Lust. Okay. Haha. Diesmal habe ich's gut gemacht. Diesmal habe ich's gut gemacht. Keiner hat mich erwischt von den bösen Mumien. So. Nein. Och nö, nicht sowas. Oh nö. Oh. Naja, gut. Wenn es eine Belohnung gibt, dann fällt man doch gerne runter. Okay, nichts los. Alles gut, alles gut, alles gut. Dann ist ja gut. Oh, ein Kontrollpunkt. Okay, da können wir auch rüberhangeln. Mein Gott, gibt es hier viel zu klettern. Da geht es aber gerade nicht lang. Da ist das Tor zu. Jetzt sind wir an der Spitze von da, wo wir unten waren eigentlich. Ich
Ich möchte nicht an dem unteren Balken entlang klettern, der bröckelt ab, das sehe ich. Aber hier können wir entlang. Nein, nein, nein. Dreh dich um. Cool. Aha. Ein zweiter Balken, den wir rausgeholt haben. Das ist ja super. Und wir haben das Tor jetzt auch auf der Seite geöffnet. Das heißt, wir müssen eigentlich nur wieder zurück. Und da lang, wo es gerade eben nicht weiterging. Hier musst du dich beeilen. Rüber, 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 rüber. Jetzt sind wir auf der anderen oberen Seite. Ich dachte schon. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.